Bei mir zu Gast heute hier auf dem Sofa im Hafen von Stralsund, Ines Zabel. Hallo Ines. Hallöchen. Ines, erzähl mal ganz kurz, warum sitzt du heute hier, beziehungsweise welchen Weg hast du hinter dir und warum bist du oder warum hast du einen Kutter? Ja, das kann ich dir erzählen und zwar mein Name ist Ines Zabel, ich bin 55 Jahre alt, habe Koch gelernt, habe einen Küchenleiter gemacht, einen Küchenmeister, habe dann viele Jahre im Verkauf gearbeitet durch meine 4 Kinder, Schichtsystem, bin dann wieder in die Gastronomie zurück und habe angefangen, 15 einen Kutter zu planen. Den hatten wir dann 16 in den Stralsunder Hafen reingeholt. Und dann ging das immer peu à peu. Das war ein ganz, ganz schneller Abriss vom Leben. 4 Kinder, Respekt. Ja. Ich komme aus der Gastronomie, ich bin Küchenmeisterin und ja, jetzt habe ich mir einen Kutter gekauft. Und das klingt so einfach. So ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Da gehört viel, viel, viel Arbeit dahinter und viel Planung. Und so ein Kutter, das ist eine Welt für sich. Ein Kutter, kurz erklärt, ist ein Boot und ist eigentlich ein ausgedientes Boot, weil die sind früher rausgefahren und haben die Fische aus dem Meer geholt. Richtig. Und ich habe einen Krabbenkutter. Da hat man den Vorteil, der ist unten vom Körper rund. Also der wackelt nicht so doll. Dann kommt dieser Kutter ja quasi nackig. Dann wird das alles bebaut von den Hausmeistern. Der Fußboden wird nach oben gesetzt. Da kommen Kühlzellen rein, Frostlager. Dann oben der ganze Küchenbereich, alles aus Edelstahl, Fischtresen etc. pp. So plant man dann. Und das geht dann weiter. Alle 4 Jahre müssen die Kutter in die Werft auf Dock. Dann kommen Schwimmgutachter, gucken sich die Schiffe an. Wenn er die erste Bohle rausgenommen hat, weiß er erst, was passiert. Wie viele Bohlen muss er wechseln? Wir haben hier in der Nähe keine Werft, wo wir die hinziehen können. Also ist es sehr kompliziert, erstmal aus dem Hafen hier rauszukommen mit THW. Dann werden die verkrant. Die wiegen ein paar Tonnen, das kostet richtig Geld und alle 4 Jahre, dadurch, dass es Holzboote sind, muss man zwischendurch auch viel machen. Nachstreicharbeiten, Kalfaterung über der Wasserlinie, Geräte halten nicht lange durch die Seeluft. Die sind ja jeden Tag der Seeluft ausgeliefert, muss man öfter kaufen, als wenn man jetzt im festen Fischgeschäft stehen würde, als Beispiel. Ne? Der Kutter selber war auch auf See. Was für ein Baujahr hat ein Kutter oder wie? Mein Baujahr 63. Also das bewusst gelesen. Ja, okay. Das heißt, mit dir geboren ist auch schon das Schiff und dann war es erstmal auf hoher See. Ist natürlich auch ein Gebrauch gewesen. Das ist also das Schiff selber hat Geschichte geschrieben für sich. Geschichte geschrieben, ja. Das wurde zum Krabbenfischen in Büsum genommen. Am Ende wurden damit Fahrten gemacht und als wir ihn gekauft haben, war der Motor drin. Also wir sind vom Büsum hier rübergefahren. Und dann ging es nachher los, dass man den Motor natürlich rausnimmt, weil der wiegt 3 Tonnen. Und man muss ja eine Statik schaffen in dem Schiff und muss die Geräte und alles so verbauen, dass das Schiff halt gerade steht. Weil man hat ja auch 4, 6 Mitarbeiter und dadurch verändert sich ja auch, sag ich jetzt mal, der Seegang vom Schiff. Also alles anderes als einfach, weil wenn ich ein normales festes Gebäude habe, dann kann ich eben ehrlich planen, dann steht man drauf, hat seine Statik. Bei euch ist alles immer in Bewegung oder ständig in Bewegung und natürlich auch extrem ans Wetter oder dem Wetter auch ausgeliefert, auch im Hafen. Ja, gerade nach dem letzten Sommer, diese monatelange Trockenheit, dann wird so ein Holzboot auch in der Kalfaterung ausgetrocknet und da muss man eben aufpassen, dass da nichts passiert, man muss Taucher runterschicken. Man muss Hausmeister beschäftigen, die sich ständig mit dem Binden von Hoch- und Tiefgang. Als wir 2006 angefangen haben, da hatten wir noch nicht diese Stürme, wie wir sie jetzt haben. Das ist über die Jahre immer mehr geworden. Hoch-, Tiefgang, Stürme, die schon im Januar anfangen und bis hin im Dezember bleiben. Also du hast manchmal monatelang zu tun, dass die Hausmeister nachts sich abwechseln, Hoch-, Tiefgang, neu binden. Also so ein Schiff hält einen wirklich 24 Stunden nonstop in Bewegung. Das heißt, wenn man morgens aufs Schiff kommt, kann es sein, es sieht ganz anders aus als abends, wo man es verlassen hat. Also wenn du morgens kommst, kann passieren, dass das Schiff ganz tief ist und kann auch ganz hoch sein, je nachdem, wie die Wetterlage ist. Ne? Aber da kann man sich erkundigen beim Hafenamt, man hat eine App und damit muss man sich beschäftigen und muss sich auf das Wetter einstellen. Ne?
Jetzt ist es aber nicht einfach nur ein Krabbenkutter, der umgebaut worden ist zu einem Imbiss, sondern du hast dich auch spezialisiert. Das heißt, ich kaufe da nicht einfach ganz normal mal ein Fischbrötchen, wie man das kennt, vielleicht so von so einem Fischwagen, der überall steht, sondern du hast ein eigenes Konzept entwickelt, mit dem du hier im Hafen auch ein Stück weit den Fisch wieder in die Wertigkeit gebracht hast oder die Wertigkeit von Fisch herauskristallisierst. Ja, wir haben uns ganz lange damit beschäftigt, dass wir uns abheben von anderen Fischkutter im Stralsunder Hafen, andere Sachen produzieren, viel veredeln, viel hauptsächlich mit MFC-zertifizierten Fisch arbeiten. Gerade im Matthias- und Bismarck-Bereich kann man ganz tolle Sachen machen. Und über die Wintermonate ist das wie so ein kleines Labor, wo wir so experimentieren, welche Matthias-Variationen wir fürs nächste Jahr nehmen. Was kommt beim Kunden gut an? Wir haben über 20 Sorten Matthias, die wir aus dem Grund Matthias ziehen mit Marinaden. Das zieht dann mehrere Tage und Santa und Matthias ist ein ganz beliebter Matthias bei uns im Urlaubsgebiet. Knoblauch, Kurkuma, Bärlauch, alles so die gesunde Schiene, das produzieren wir. Das heißt, das Grundgerüst ist und bleibt der Hering, aber ihr sagt, wir veredeln den Fisch nochmal, wir machen mit Gewürzen, mit Marinaden etwas ganz Besonderes, was man woanders vielleicht nicht findet. Das heißt, ihr habt eine große Fan-Community auch, ja? Weil ihr habt schon gesehen, die Leute stehen zum Teil Schlange oder sie warten auch wieder auf neue Kreationen und die überrascht auch immer wieder jedes Jahr mit Neuigkeiten. Und das jetzt im Februar, ne? Also wir haben jetzt Februarferien bundesweit und da reisen eben viele nach Stralsund oder sie sind auf Rügen oder sie sind auf dem Darß und kommen dann eben und gucken sich das Ozeaneum oder Meeresmuseum an hier in Stralsund und sind dann natürlich am Fischkutter und sind begeistert darüber, dass sie so viel Neues lernen. Wenn die Zeit besteht, informieren die Mitarbeiter sie auch, was sie essen und wir machen immer so Häppchenteller, dass der Kunde auch probieren kann. Beispielsweise Pfefferhering, Pfefferlappen, probiert der, das ist seine Schiene und dann bestellt er sich das im Brötchen. Jetzt kommt der Hering hier aus der Ostsee oder ist der? Der kommt hier aus der Ostsee, ja. Das heißt, es ist noch so einer der einheimischen Fische, der noch nicht so ganz vom Aussterben bedroht ist, weil ich weiß, viele andere Fischsorten, die sind hier nicht mehr so allgegenwärtig, deswegen ist die Fischerei als solches auch nicht mehr lukrativ. Ja, ich sag mal, wir räuchern ja sehr, sehr viel. Also 90% unserer ganzen Produkte werden bei uns an Bord geräuchert. Und da muss man eben aufpassen. Man kann keinen Zander, den wir hier fangen, räuchern. Den kann ich dünsten, garen, sämtliches. Aber räuchern ist er nicht für geschaffen. Dorsch ist auch einfach zu wenig. Hering räuchern wir natürlich als Bückling dann. Das kennen die Leute. Dann geht es nachher weiter mit unterm Arbeiteraal, wie sagtest du vorhin. Ja, ein paar Aale, alles was so da ist. Ne? Dann kriegen wir täglich frische Ware aus Norwegen, den Norweger Lachs, den räuchern wir in vielen Variationen. Aus dem Lachs kann man auch ganz tolle Sachen machen. Den veredeln wir als Lachsbraten gefüllt mit Schafskäse, mediterranen Gemüse, Lachsspieße machen wir selber. Es ist unendlich, man kann ganz tolle Sachen machen. Was mir gestern aufgefallen ist, wo ich hier angereist war, die Möwen sind eure größten Fans. Der Duft, der strahlt so ein bisschen aus. Und man hat hier die authentischste Kulisse, die man überhaupt haben kann. Ja? Weil wir sind nicht am rauen Meer, sondern wir sind im Hafen. Aber man hat die Seeluft, man hat die Möwen wirklich allgegenwärtig. Auf jedem Pfosten sitzt irgendwo eine und gibt die Töne von sich. Und ihr sagt, okay, ihr veredelt Fisch, der legt Wert auf Zertifikate. Warum anders als die anderen? Was ist der Unterschied bei diesen zertifizierten Fischen? Oder warum habt ihr euch dafür entschieden zu sagen, wir wollen, wenn wir schon Fisch essen, auch nachhaltig sein? Ja, wir haben das Ozeaneum hier, wir haben das Meeresmuseum hier. Da wird über Greenpeace und alles gepredigt, über Nachhaltigkeit und da muss man einfach mitziehen. Ne? Und es gibt wirklich, wenn man sich intensiv mit Fisch beschäftigt, so viele nachhaltige Sachen und die anderen braucht man einfach nicht einkaufen, das ist so. Die Leute kommen aus dem Ozeaneum, sind gebrieft, geschult und wollen Fisch aus der Region. Ne? Wir haben als Backfisch haben wir eine leckere Flunder, die ist auch aus der Ostsee. Ich muss dem, und deswegen haben wir dieses große Heringangebot auch. So ist es. Also ist sehr bemerkenswert, weil du sprichst es gerade an, das Ozeaneum ist eine Wissensmanufaktur. Ich gehe rein, ich erfahre etwas über die Fische, weil viele Fische sind auch in Wanderung. Es gibt natürlich auch Saison, nicht jeder Fisch ist jeden Tag irgendwo verfügbar. Und
wenn ich dann schon mit dem Wissen rausgehe, dann kann ich trotzdem besten Gewissens bei dir in den Fisch reinbeißen. Ja, also wenn ich regionale Produkte haben möchte, kann ich auf den Hering zurückgreifen. Ich kann auf die Flunder zurückgreifen, auf die Scholle zurückgreifen. Wenn wir Dorsch räuchern, kann ich darauf zurückgreifen. Also es ist immer was da, was der Kunde, wo er herzhaft reinbeißen kann. Wunderbar. Das heißt, ihr kennt die Händler natürlich auch, ihr kontrolliert die Ware und ihr achtet darauf, dass das, was ihr verkauft, auch dem entspricht, was ihr versprecht. Es ist ein gewisser Mehraufwand und ich glaube aber, dass es genau das ist, was die Leute auch heute verlangen. Das heißt, wenn sie schon essen, wenn sie gut essen wollen, dann wollen sie auch Vertrauen haben und wollen wissen, dass sie damit nicht irgendwie noch einen Schaden anrichten oder vielleicht eine Art zum Aussterben bringen. Denn Fisch ist nicht gleich Fisch. Es gibt viele Aquakulturen inzwischen, die wie Pilze aus dem Boden sprießen oder auch im Meer angelegt werden und die sind nicht unbedingt so sehr umweltverträglich. Das ist richtig, aber wir müssen auch auf Aquakultur zurückgreifen, sage ich jetzt mal. Aber wir haben ja die MFC-zertifizierten Siegel und da müssen wir uns auf die Händler bis zur Nachhaltigkeit, bis zum letzten Posten darauf verlassen, dass es so ist, wie es zertifiziert ist. Finden wir das klasse, weil ich denke, Fisch ist etwas, also ich liebe Fisch, ja, und ich glaube, das geht vielen, vielen Menschen so. Wir wollen natürlich auch noch viele, viele Jahre davon leben können, beziehungsweise auch davon essen können, ja, und es ist ein Lebensmittel, es hat einmal gelebt und es soll natürlich auch in der Wertigkeit erhalten bleiben. Wenn man räuchert, ihr räuchert selbst, ihr räuchert auf dem Kutter? Ja, wir räuchern selbst, wir räuchern auf dem Kutter. Wir haben je nach Saison 2-3 Räuchermeister und der Ofen ist von morgens um 7 bis spät in die Abendstunden wird er neu bestückt. Also Räuchern ist auch nicht gleich Räuchern, wenn ich jetzt Räuchermeister bin. Das heißt, das ist auch eine Wissenschaft für sich, so eine Veredelung mit dem Rauch, da steckt was dahinter. Ja, ich sage Räuchermeister, weil ich habe die Jungs und Mädels, die das wirklich sehr gut können. Es liegt auch nicht jedem. Da kann auch viel schief gehen. Da geht es ja um richtig Geld, was im Ofen drin ist. Und da muss man sich mit beschäftigen, da muss das Herz an der richtigen Stelle sein. Und das ziehen die richtig gut durch. Die Leute kaufen, die sind begeistert. Wir machen, wie gesagt, Räucherware ist auch unser zweites Teil nach dem Hering. Also mir tut es schon leid, dass ihr das jetzt nicht hier miterleben könnt und dass ihr nicht gleich in diesen Fisch reinbeißen könnt. Das ist der Vorteil, wenn man vor Ort ist, wenn man sich bemüht und wenn man solche Quellen ausfindig macht. Aber Stralsund ist eine Reise wert. Ozeaneum. Genau, ein schweres Wort. Aber das vermittelt zumindest mal ein Stück weit Wissen. Ich weiß, dass die Touristen hier auch Schlange stehen. Ja. Das ist ein absoluter Magnet und wenn man sich mal Stralsund anschaut, glaube ich auch, wer vor 10, 15 Jahren war, man erkennt es nicht wirklich mehr wieder. Nee. Also es hat sich super entwickelt, also seit 2008, wo das Ozeaneum aufgemacht worden ist oder selbst als der Rügendamm gebaut worden ist, der neue, dadurch sind wir deutschlandweit bekannt geworden. Sonst waren wir immer nur so eine Durchfahrt nach Rügen und das sind so viele tolle Sachen, die ganze Innenstadt, wie das alles fertig gemacht ist hier. Man ist hier wirklich sehr gerne Stralsunder. Absolut. Stralsund ist eine Hansestadt und ist natürlich bekannt für ihre cleveren Kaufleute. War früher schon von Wohlstand geprägt. Du setzt die Reise fort. Du hast einen alten Kutter zu einem Wohlstandsgeschäft gemacht für dich, weil du sagst, die Ära des Fischkutters ist vielleicht vorbei, aber der Bezug zum Fisch ist noch da und du hast eine edle Gastronomie mit Edelfisch und edler Kreation einfach weiter fortführen lassen und man kann weiterhin auch noch aus dieser anderen Gewerke heraus dann auch gut davon leben. Sehr gut, ja. Also man kann wirklich gut davon leben. Man muss eben kalkulieren, man muss wirklich gute Produkte einkaufen, dass der Kunde, und da geht die Reise ja hin und ist schon lange so weit, dass sie wirklich auf gute Ware zurückgreifen, viele, viele Menschen, und gerne auch bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben für Qualität. Und das sehen wir anhand unserer Stammkunden, die wiederkommen, und auch anhand der Urlauber, die Jahr für Jahr wieder entweder hier in Stralsund oder in der Nähe Urlaub machen und uns besuchen. Fragen die Leute so nach, wenn sie dann vor euch stehen, was ist das eigentlich für ein Fisch oder kennen die Leute die Sorten noch? Das kommt drauf an, das ist auch immer wieder, man kann das gar nicht glauben, wenn wirklich welche aus den tiefsten Dünen kommen, dass sie nicht wissen, was Bismarck und Matthias ist. Ne? Also, und dann, weil man ja im Sommer in der Saison auch nicht die Zeit hat, alles zu erklären, haben wir eben unsere Häppchen. Die Leute können es probieren und können sich entscheiden oder gucken, was ist der andere. Ne? Backfisch kennt eigentlich auch jeder. Ihr habt es relativ gut gewählt, weil ihr seid absolut sicher, hinter euch ist ein Polizeirevier und wir haben es gesehen, das ist aber die Wasserpolizei. Also bei euch kommt die Polizei auch mit dem Boot. Kommt ihr auch mal mit dem Boot zum Kutter oder kommt ihr dann über Land zu euch? Na, die kommen über Land zu uns, aber die sind eben hier im Hafen und sind eben direkt auch neben Hafenamt. Das gehört einfach zum guten Ton hier im Hafen. Ne?
Aber es ist außergewöhnlich. Also ich bin jetzt ein Landei, ich wohne mitten in Sachsen. Wir haben jetzt dieses Phänomen nicht. Aber ich finde es sehr, sehr schön. Vor allen Dingen mit Ausblick. Ihr seht den Mast von der Gorch-Fock hinter euch liegen. Ist natürlich auch ein Riesenthema geworden. Aber letztendlich ist es ist eine eigene Welt für sich, so ein Hafen, oder? Ja, der Hafen ist so eine eigene Welt für sich. Hier hat jedes seinen Platz und man kennt sich hier am Hafen. Wie gesagt, ich lebe 55 Jahre in dieser Stadt. Wir haben 50.000 Einwohner, da kennt fast jeder jeden. Ne? Absolut. Und trotzdem ist es hier ein anderes Klima. Ja, es ist vielleicht auch ein Stück weit rauer durch die See. Man geht vielleicht auch rauer miteinander um, aber es ist eine grundehrliche Sache, was du machst. Und ich glaube, das ist auch das, was von dieser Nachhaltigkeit geprägt ist oder warum du erfolgreich bist. Weil Imbiss ist nicht gleich Imbiss, ja, und Essen ist gleich nicht gleich Essen. Wir leben in erster Linie von Nahrungsmitteln, aber auch von Lebensmitteln. Und dich interessiert das drumherum schon sehr. Es ist ja nicht so, dass es alltäglich ist, aber hat man sich da nicht auch ein paar Neider schon verdient, so die drumherum gucken und sagen, das ist heftig? Die hat man auf jeden Fall, ne? Der Neid, weil man ja in der ersten Reihe ist. Und wer sich mit Gastronomie nicht auskennt und wer sich mit Booten nicht auskennt, Boot ist ein Hobby und Hobby kostet Geld. Ne? Und wenn ich alle 4 Jahre auf Dock gehe oder wir auf Dock gehen, dann muss man schon ordentlich Geld in die Hand nehmen, um die ganzen Anforderungen für die nächsten 4 Jahre an Witterung und so zu kalkulieren. Dann arbeite ich sehr gerne mit mehr Mitarbeitern, bezahle die Mitarbeiter auch überdurchschnittlich. Und deswegen haben wir auch Mitarbeiter, die schon 10, 12, 13 Jahre bei uns sind. Es kommen immer wieder neue dazu, Studenten. Aber ansonsten, also wir hatten letztes Jahr eine sehr gute Saison mit Mitarbeitern. Ich habe extra bei mir im Büro eine Personalchefin eingestellt und die hat das so toll gemacht. Also man muss eigentlich die Mitarbeitern wirklich dafür, dass das Herz an der richtigen Stelle pocht für den Fisch und auch was geleistet wird im Büro, das als Zusammenspiel ergibt eine Einheit. Das heißt, einen wirklichen Fachkräftemangel habt ihr nicht, weil ihr habt die Fachkräfte selber ausgebildet, ihr sucht euch die Leute auch aus und ihr lebt euer Konzept noch draußen. Es ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung für die Leute, die fest über Jahre bei uns sind, die anderen einzuarbeiten, weil wir eben ein großes Sortiment haben, bis sie das alles verstanden haben. Und wenn man muss dafür geboren sein, damit umzugehen, Hektik, Stress, wenn die Leute Schlange stehen, sich nicht außer Ruhe bringen zu lassen, trotzdem noch ein nettes Wort zu haben, dann kommt der Sturm dazu. Wenn denn der Regen reinpeitscht auf den Kutter, das sind ja auch Bedingungen, die sind sehr, sehr hart. Absolut. Jetzt sitzen wir hier im Februar, eigentlich mitten im Winter, mit dem Sofa im Hafen bei strahlendem Sonnenschein. Ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt auch schon die Kraft der Sonne, ja, wenn sie so kommt in ihren Strahlen. Ist es eine außergewöhnliche Saison oder ist es bei euch normal, dass hier im Februar da auch schon die Sonne scheint und einen anlacht und man milde Temperaturen hat? Also wir hatten gestern dieses tolle Wetter schon und heute auch, aber ich kann mich erinnern, letztes Jahr war Ostern sehr früh, im März. Ja, genau. Und da hatten wir nochmal einen richtigen Winter bekommen. Also da flog hier richtig, da stand ich wirklich auf dem Kutter mit meiner Tochter und wir haben verkauft und mit Skimütze. Aber die Leute sind halt da, ne? Man will die auch versorgen. Es sind Februarferien, Ostern, aber so ein Tag wie heute, Hammer. Absolut. Ihr habt einen Kutter am Hafen liegen, am Dock, und beziehungsweise am Hafenkai nennt sich das, glaube ich, genau. Und an der Kaikante. Und dort habt ihr aber auch Sitzmöglichkeiten und ich kann den Fisch direkt vor Ort verkosten oder verzehren, aber ich genieße ihn draußen. Ja, genau. Also wir haben draußen eine Terrasse mit Tischen und Stühlen, wo die Leute, wenn sie sich was bestellt haben, entweder sie gehen mit dem Fischbrötchen oder Fisch und Chips, was sie sich bestellt haben, los. Oder sie können auch vor Ort sich hinsetzen und die Sonne genießen. Wir haben schöne Seemannsmusik an. Sie stehen am Räucherofen, gucken, wenn gerade ein Gang fertig ist, interessieren sich dafür, was der Räuchermeister gerade rausholt und schnacken und welches Holz genommen wird und wie lange die Garzeit ist. Solche Sprüche. Jetzt hat es rumgesprochen, ihr seid überregional schon bekannt. Es hat inzwischen schon absoluten Kultcharakter. Ja, also die Kutter so gerade in Stralsund und auch wir, ja, wir sind viel bei Facebook vertreten, wo die Leute schreiben bundesweit, dass sie sich wieder freuen, ob sie nur aus Köln kommen, Brandenburg, München, Hamburg. Wir haben ganz viele Hamburger, die hier ihren Fisch genießen. Die schreiben, machen Daumen nach oben, macht weiter so. Was gibt es dieses Jahr wieder? Alles easy. Ist außergewöhnlich, weil die Küste ist ziemlich groß, ja, und es gibt viele, viele Fischgeschäfte, aber
ich bin mir sicher, dass wir hier was derart Außergewöhnliches gefunden haben. Und ihr bleibt auch außergewöhnlich, weil ihr sucht euch immer wieder neue Rezepturen, neue Möglichkeiten, neue Kreationen. Es wird nicht langweilig. Wie ist das so, wenn jemand kommt und sagt, habt ihr den Hering, den Sanddornhering da? Und ihr sagt, nee, wir haben uns was Neues einfallen lassen. Das heißt, ihr verführt die Leute auch immer wieder mal, was Neues zu probieren. Ja, na, wir sehen ja, wie viel wir von jeder Sorte verkaufen. Und wenn es mal ein Produkt ist, was nicht so gängig ist, weil es nicht dem Kunden hier entspricht, dann machen wir auch wieder was Neues. Ne? Und dann kann der Kunde das probieren. Wir hatten letztes Jahr ein Bier, Matthias, der ist auch total gut angekommen. Ne? Also es ist... Klar. Die Mädels und Jungs lassen sich dann immer was Neues einfallen, rufen mich dann, ich soll probieren und dann entscheiden wir und lassen den Kunden auch entscheiden. Also wenn die Terrasse voll ist, gehen wir mit einem Häppchenteller rum und sagen, welches wäre euer Fisch? Und jeder hat einen anderen Geschmack und das ist ja auch gut so. Ne? Absolut. Und ihr habt vor allen Dingen auch die Auswahl. Das heißt, jeder kann sich das Passende aussuchen. Aber wenn mein Lieblingsgetränk mit dem Lieblingsfisch auf einmal zusammengerät, das kann eigentlich nur schmecken. Ja. Wobei wir wirklich sagen, Kreation und Kreativität ist auf jeden Fall eine Gabe. Wie lange machst du das jetzt insgesamt schon mit dem Kutter und wie lange habt ihr euch diese Fankultur hier schon aufgebaut? Ja, also 2005 hatten wir die erste Planung, 2006, wie gesagt, das erste Mal im Hafen eingelaufen und seitdem kontinuierlich durch und wir werden von Jahr zu Jahr besser. Ja, ihr seid eine absolute Bereicherung für Stralsund und ich weiß aber auch, dass das Hafenambiente drumherum sich mitentwickelt hat. Das war auch notwendig gewesen, ja, weil es lebt ja auch die gesamte Atmosphäre, wenn man hierher fährt. Die Autobahn ist super ausgebaut, man kommt relativ schnell bis jetzt nach Stralsund runter und wieder zurück. Der Hafen hat sich ziemlich rausgeputzt, muss man so sagen. Ja. Und jetzt ist die spannendste Frage aber doch, wenn man alles erreicht hat, du wirkst auch schon so, als ob du wirklich total glücklicher Mensch bist. Hast du noch Pläne? Soll es in Zukunft irgendwie noch weitergehen oder soll es einfach nur so weiterlaufen, wie es war? Aufgrund der Nachfrage von den Urlaubern, die auch gerne Ostern oder Weihnachten ihren Fisch online bestellen möchten, planen wir seit längerem eine Räucherei, haben auch das passende Grundstück dazu gefunden. Und wir werden nochmal expandieren, indem wir so einen Fischhof machen, wo die Leute verkosten können, wo die Leute bestellen können. Ja. Schafft wieder Arbeitsplätze und es geht immer weiter nach vorne. Also der Fortschritt heißt, ihr holt die Fische jetzt an Land. Ja, genau so, ja. Okay, also die Fische kommen ans Trockendock, ja. Wobei, ich betrete ja nicht das Boot, ich kaufe auf dem Kutter, weil ich glaube, es ist doch nicht jedermanns Sache. Also nicht jeder ist so irgendwie, wenn man Landei ist, dann möchte man vielleicht gar nicht irgendwie so aufs Boot drauf. Aber der Kutter selber ist der einzigste Weg, den Fisch bis jetzt auch aus dem Wasser rauszuholen. So ist es. Ich sag mal, die Kunden freuen sich immer, wenn wir die Kinder mal kurz aufs Schiff heben, ein Foto, Erinnerungsfoto, das machen wir dann können sie die Schiffsglocke nochmal läuten. Das sind dann so Erinnerungsfotos, das machen wir dann doch. Ne? Also ich habe nur strahlende Gäste gesehen gestern, die dort waren und ich muss sagen, das ist schon beeindruckend, ja? Weil es gibt natürlich auch viele Vorurteile gegenüber Fisch, ja? Muss man auch so sagen. Es gibt Leute, die sagen, ach, esse ich nicht. Und wenn man dann bei euch probiert und auch so die Sorten durchprobieren kann, die Geschmäcker durchprobieren kann, ihr generiert neue Fischfans. Also ja, ich bin auch begeistert darüber, dass die Kinder, also viele Kinder, sehr gesund erzogen werden. Und die kommen wirklich zum Kutter und sagen, die möchten Nordseekrabbenbrötchen, ein Sechsjähriger als Beispiel. Und dadurch, dass wir, ich sag mal, wir machen Kipperlinge, verkaufen wir ganz viel. Fisch und Chips haben wir als Natur. Und das lassen wir dann, wenn ich jetzt angesagt habe für Kunden davor, legen wir einfach ein Stück mehr mit rein, weil das Kind sagt, es möchte keinen Fisch essen. Oder dann schneiden wir ein Stück auf, lassen es probieren, heiß mit einer leckeren Soße und schon möchten sie auch Fisch essen. Absolut. Finden wir beeindruckend. Also wenn der Fischhof jetzt mal entsteht und der Fisch aufs Land kommt und sich dort verköstigen lässt, es steckt eine Menge Arbeit dahinter, steckt eine Vision dahinter. Und wo andere immer sagen, unsere Branche, das läuft nicht, das funktioniert nicht, alles geht bergab. Du guckst positiv in die Zukunft. Ich gucke positiv in die Zukunft. Wir haben letztes Jahr extrem noch mehr mit der Tourismuszentrale zusammengearbeitet, wo die Gruppen sich ankündigen. Wir haben mit denen Pakete geschnürt, sage ich mal, wo sie ein Bismarck Matthias vorbestellen können. So und so viel kommen beispielsweise 50 Leute, die kommen mit einer Reiseführung. Da machen wir dann extra Räuchergänge, sodass sie das mit anschauen können, dass sie probieren können. Die essen ihr Fischbrötchen dazu, nehmen danach noch ihren Räucherfisch mit und das wird
wird immer mehr, weil die Kunden schreiben darüber im Internet und andere lesen das, die sind begeistert und wenn die das buchen, wir haben ja hier im Stralsunder Hafen auch die Flussgastschiffe, die ständig kommen, da kommen manchmal 2 bis 3 am Tag, die bleiben mehrere Tage liegen, haben eigentlich Vollpension gebucht, aber sind dann am Fischkutter und lassen das Abendbrot sausen, weil sie einfach was frisch geräuchertes essen wollen, ihr Bierchen trinken wollen oder ein Weinchen dazu. Ja. Absolut, es ist einfach eine Genussreise, kann man nicht anders sagen. Ja, es ist ein Erlebnis, es ist Entertainment, es ist aber auch von der Familie geführt, es ist keine Industrie, die man sagt, die lässt sich jetzt x-beliebig oft kopieren, weil steht und fällt auch ein Stück weit mit der Person, die das Ganze kreiert und sich auch ausdenkt. Das heißt, Familie und das Netzwerk, was dahinter steckt, ist auch mit eins der Geheimnisse zum Erfolg. Ohne meine Familie würde es gar nicht laufen, die stehen hinter mir. Wie gesagt, 2 meiner Kinder haben noch auch selber ihre Boote im Stralsunder Hafen und verkaufen Fisch. Wir haben ein großes Büro zusammen, mein Mann macht die ganze Planung, die ganze Hausmeistergeschichte. Eine Tochter von mir ist noch im Büro, hält mir den Rücken frei, die andere ist mit auf dem Kutter, also es macht Spaß. Das heißt, ihr habt das Fischgehen sozusagen in euch? Ja. Auch meine Kinder haben am Anfang nicht so Fisch gegessen, aber es wird eben immer mehr, ne? Ja, und es ernährt vor allen Dingen die gesamte Familie. Das heißt, eine Familie, du brauchst doch nicht Sorgen machen wegen der Zukunft oder des Nachwuchs, weil alle stecken irgendwo ein Stück weit mit drin. Finde ich toll, weil es ist so das mitunter ein Netzwerk und natürlich auch, was man sich aufbaut. Wenn du jetzt sagst, das Klima hat sich ein bisschen verändert, die Stürme werden rauer, die ganze Welt ist im Wandel ein Stück weit. Du gehst trotzdem aber davon aus, Fisch wird auch noch in Zukunft ein Nahrungsmittel und Lebensmittel bleiben, mit dem man weiterarbeiten kann und auch gastronomisch versorgt wird. Auf jeden Fall. Der festen Überzeugung bin ich. An die feste Überzeugung glauben wir und wir werden dranbleiben, wenn dieser Fischhof entsteht, dann werden wir darüber auf jeden Fall auch mal berichten, wenn ihr jetzt den außergewöhnlichsten zubereiteten Matthias der Welt kennenlernen wollt und vor allen Dingen den Flair genießen wollt, dann müsst ihr immer noch die Reise nach Stralsund machen. Da interessiert mich noch was, wenn man räuchert, das ist ja ein Konservierungsverfahren. Das ist ja nicht nur wegen dem Geschmack, sondern man hat das eigentlich gemacht, um Fisch haltbar zu machen. Früher hat man es auch in Salz eingelegt, das war auch so eine Trockenkonservierung oder Stockfisch gemacht, aber wenn ich räuchere, wie lange hält sich das ungefähr? 6 bis 7 Tage. Also wir schlagen so um die Ware, dass wir nach 4 Tagen alles verkauft haben und ansonsten, wir machen so hausgemachte Fischpoletten, wo wir auch Räucherfisch mit reinmachen oder eine Fischsojanka, auch schon seit 15 Jahren das gleiche Rezept. Also bei uns ist nach spätestens 4 Tagen der Fisch umgeschlagen. Also Soljanka, weiß ich, ist so eines der Lieblingsessen der Sachsen, das ist bekannt. Aber Fisch-Soljanka, das ist sozusagen die Stralsunder Variante davon. Also gibt wahrscheinlich mehrere Stralsunder Varianten von Fisch-Soljanka. Wir machen das mit Kochfisch und mit Räucherfisch und dadurch hat man diesen rauchigen Geschmack. Und die Leute, die Stralsunder, die Fischpolette oder auch die Soljanka probiert haben, kommen mit Gläsern oder Tupperware und holen sich das für zu Hause auch. Ich hoffe, ihr seid hungrig geworden, hungrig auf Fisch, hungrig auf Stralsund und es war mir eine Ehre und eine Freude, heute dieses Interview hier zu führen. Was nie ausbleibt, man ist natürlich jetzt hungrig, ne? Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Fisch essen. Wenn wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben, ist mir auch das Wasser im Mund zusammengelaufen. Wir gehen jetzt einfach Fisch essen. Genau das tun wir.